So, da oben ist noch einer. Komm zurück. Ah, 1100 Erfahrungspunkte. Nicht schlecht, nicht schlecht. Die Level-Obergrenze in dem Spiel, vom Spieler selbst, liegt, glaube ich, bei 50. Und ich habe so das Gefühl, dass wir die nie erreichen werden. Aber macht ja nichts, das kann ja mal einfach so mal rumstehen bleiben. So, du bist vermutlich der Letzte. Jawohl, das war der Letzte. Dann gehen wir doch schnell mal zurück. Das liegt natürlich jetzt wieder am anderen Ende des Raums und da unser Charakter nicht rennen kann, dauert das wieder eine halbe Ewigkeit, aber wir haben ja Zeit, nicht? So, eine Schatztruhe. Und da drin ist, erhielt die Flammensäule. Das ist noch ein Zauber. Da, da hinten, Zauber. Jetzt fehlen uns nur noch... Ach komm, ich demonstriere euch jetzt einfach mal alle Zauber. Zum einen haben wir hier den Flammenball, den haben wir oft genug gesehen. Puff. Dann haben wir den Lichtpfeil. Der sieht so aus. Zack. Genau. Dann haben wir den magischen Flair. Der ist ganz putzig. Puff. Die Rotation. Sieht so aus. Auch nicht schlecht. Verbraucht aber jede Menge Kristalle. Und ich glaube, jetzt kann ich noch nicht mal mehr alles zeigen, weil ich nicht mehr genug Kristalle habe. Juwelen, meine ich. Welchen habe ich jetzt ausgewählt? Die Funkenbombe. Okay, die hatten wir auch relativ häufig. Oder die hatten wir auch einmal im Einsatz. Die Flammensäule kann ich euch jetzt nicht zeigen. Deswegen zeige ich euch gerade nur den Tornado. Wusch. Okay. Und die letzten Zauber, die... Die Flammensäule zeige ich euch dann, wenn ich genug... Na, sag schon. Juwelen wieder gesammelt habe. 20 an der Zahl brauchen wir. Und die werde ich dann demnächst mal einsammeln und dann demonstrieren. Denn diese Zauber werden wir wohl nicht nochmal sehen. Ich habe nicht so das Gefühl... Huch, da gibt es ja auch noch eine. Ich habe nicht so das Gefühl, dass ich den nochmal nutzen werde. Achso, da waren, glaube ich, auch Gesichter. Dann brauche ich wieder die Geisterklinge. Die Geistesklinge, so. Deswegen zeige ich euch lieber jetzt, als dass ihr das nie wieder seht. Oder vielleicht noch beim anderen Let's Player. Könnte ja sein, dass ihr mir fremd geht. Na, das ist... Kann ich ja nicht zwingen, die Videos zu gucken. Ihr guckt das ja alles freiwillig. Und weil euch die Videos gefallen, die ich mache. Ich finde das schön, dass ihr die Videos anseht. Aber wie gesagt, ich kann niemanden zwingen, sich etwas anzusehen. Wer nicht zugucken will, der schaltet einfach ab. Oder schaltet er gar nicht zu. Das liegt alles in Ermessen des Betrachters. Ich gucke mir ja auch nicht alles an. So, jetzt haben wir hier noch jemanden befreit. Noch ein Vogel. Also Vogel links, Vogel rechts. Gut, ich denke, das kann ich mir merken. Ich glaube, die Notiz, die ich mir gemacht habe, war dann doch etwas überflüssig. Aber man weiß ja nie. Irgendwas vergisst man ja immer. So, wenn ich jetzt hier gerade ausgehe, das war, glaube ich, der Bossraum. Jo, das war der Bossraum. Da gibt's nichts. Ich denke, dass ich jetzt in den ersten zwei Welten alles gesammelt habe, was man sammeln kann. Ich werde natürlich auch, bevor ich den letzten Gegner des Spiels mache, werde ich überprüfen, ob ich denn alles habe. Das kann ich dann ganz einfach nachvollziehen anhand des Item-Bildschirms. So, jetzt gehen wir zum ersten Vogel. Ich habe von der Magie des Phönix gehört, als ich die Seele des Berges besucht habe. Wenn du die drei Symbole eingesammelt hast, solltest du den König des Berges besuchen. Ah, das ist schon mal der erste Hinweis auf etwas, das wir auch noch suchen. Den Phönix suchen wir. Dann gehen wir noch zu dem zweiten. Vögel, die haut doch nicht ab. Bei scheuen Vögeln solltest du dich leise von hinten nähern. Okay. Dann machen wir das mal. Ich gehe mal da rein und dann gleich wieder raus. Jetzt fliegt er wieder weg. Achso, vielleicht kann ich ihn ja verfolgen. Kann er mal sehen. Das hier wird der Vogel sein. Ah! Du hast mich erschreckt. Schleich dich doch nicht so heran. Nun, ich nehme an, es ist okay. Ich habe etwas Spezielles für dich. MacGyver hielt den heißen Spiegel. Da haben wir den heißen Spiegel. Wenn du alle drei Symbole erhalten hast, wird der Phönix kommen. Das heißt, uns fehlen noch zwei Symbole, dann können wir den Phönix rufen.
Kurz überlegen. Das sollte hier dann alles sein. Ja. Das sollte soweit alles sein. Wir haben ausrüstungstechnisch alles bis auf eins jeweils. Und uns fehlen noch ein paar Dinge hier. Welche das sind, sage ich gleich, wenn wir dann wirklich alle Items gefunden haben. Zumindest alle, die ich vermute. Und dazu müssen wir zunächst mal wieder reisen. Und wir reisen da in das Ding da unter Wasser. Eine Stimme kam aus den Wolken. Begeiber, wie kann ich dir helfen? Bewegen. Wir reisen, das müsste gerade eine Station weiter sein, genauer. Denn, wie gesagt, diese Perle haben wir zwar eingesammelt, aber ich kann mich nicht daran erinnern, dass wir sie jemals benutzt hätten. Und mir ist dann auch eingefallen, wo man die benutzen muss, nämlich hier. Das war so ein typisches Beispiel von, ich befreie jetzt erstmal alles und dann gehe ich später zurück und gucke mir das Ganze an. Ich kann mir das bestimmt alles merken. Den hier, den schlafenden Delfin, den habe ich mir nicht gemerkt. So, dann hauen wir den mal mit unserem Stab auf den Kopf. MacGyver berührte den Delfin mit dem Traumstab. So, und jetzt haben wir hier, ja, man sieht es leider nicht gut, aber an diesem Ort waren wir schon mal. Da rechts kann man es vielleicht noch ein bisschen erkennen, diese Seerosen, da waren wir schon mal. Ich habe hier einmal gelebt. Ich versuche mich an etwas zu erinnern, aber es gelingt mir nicht. Wenn ich meine Augen schließe, sehe ich so etwas wie einen Ball. Leuchtend schwarz. Ein Ball leuchtend schwarz. Okay, dann gehen wir nochmal schnell in den Traum. Wählen dann hier die große Perle aus. Die Perle? Ja, ich wollte diese Perle weggeben. Dies ist das Korallenriff. Ich habe diesen Ort vermisst. Dann treten wir da drauf und dann... Zack. So, können wir jetzt noch mit dem reden? Hey, kenne ich dich nicht aus meinen Träumen? Doch. Aber ist ganz egal. So, dann nehmen wir wieder das Armband. Und gehen dann wieder zurück zur Schnellreisestation, denn da kommen wir... Da, wo wir jetzt hinwollen, kommen wir ganz zügig hin, indem wir hier in den Transporter schlüpfen. Und ich glaube, dieser Weg war es. Ja, hier sollte ich allerdings wieder die passende Rüstung anziehen, und zwar die Blasenrüstung. Dann nehmen wir noch das Heilschwert, das macht dann doch ein bisschen mehr Schaden. So, und zwar sind wir jetzt hier in diesem Korallenriff, hat der Delfin, glaube ich, gesagt. Ich hab schon wieder vergessen. Auf jeden Fall sind wir jetzt hier und da hat sich ein Weg aufgetan, den wir uns dann doch mal ansehen werden. Zack, zack. Hier auf dem Meeresboden haben wir dann auch noch eine zweite Stelle, an die ich gerne hingehen möchte. Ich muss allerdings erst nochmal suchen, wo der Weg dahin war. Wir wollen auf jeden Fall wieder in den Vulkan, denn da waren noch ein paar Gorillas, die wir nicht zerstören konnten. So, was haben wir denn jetzt hier? Oh, Krabben. Bleib da. Zumindest kommen da jetzt jede Menge Krabben auf einmal raus. Ja, die Gewöhnung muss ich mitnehmen. Ja, jetzt kann ich auch mal den Zauber zeigen. Flammensäule. Naja. Vier Stück, dann war Ende. Hm, was bekommen wir hier? Oh, vier Schatztruhen. MacGyver hielt Emblem D. MacGyver fand 80 Juwelen. Sehr schön. Leer. Och Manu, jetzt war ich schon so voller Vorfreude. MacGyver hielt Heilkräuter. Gut, jetzt haben wir die Embleme A, B, C und D. Fehlt nur noch Emblem E. Das werden wir auch noch finden. Ich bin jetzt gerade überlegen, wo wir dafür hin müssen. Irgendwo habe ich noch irgendwas vergessen. Ich glaube aber zu wissen, wo. Zunächst mal werden wir hier jetzt noch die Gorillas suchen. Denn die gehören ja auch dazu, zu dem ganzen Gedöns da. So, nee, so war falsch. Da lang muss ich. So, zack und zack. Ja, wir suchen jetzt den Weg zurück zum Teleporter und danach zum Vulkan. Das werde ich wohl aber vom Palast der Meerjungfrauen aus machen. Ich denke, das geht schneller. Ey, wir haben wieder 100 Juwelen.
Was habe ich mit meinen Rubinen? Das stimmt nicht mit Rubinen. So, wie kam ich zu dem Vulkan? Ich weiß noch, dass es hier jede Menge Wege gab, aber ich weiß nicht mehr, wie ich da jetzt genau zum Vulkan kam. Ich probiere es jetzt einfach mal rechts rum. Das ist, wenn man so viel andere Sachen machen muss, den ganzen Tag lang. Gut, heute habe ich nicht wirklich viel gemacht. Es ist Sonntag und ein bisschen Hausarbeiten, dann hat sich das für heute wieder erledigt. Ich bin mir gar nicht sicher, ob das der richtige Weg ist, aber wir werden ja sehen. Aber trotzdem, also was sich so unter der Woche ansammelt, das bleibt dann doch schon irgendwo hängen und dann werden solche Sachen wieder verdrängt, die man nicht unbedingt so braucht, wie jetzt zum Beispiel Sachen aus einem Spiel. Ich habe mir auch beholfen, indem ich meine Videos nochmal so ein bisschen schnell hab durchlaufen lassen. Das ist die Regeninsel. Gut, das ist natürlich das Falsche. Aber ich glaube, da gab es einen Edelstein oder sowas, mit dem ich schnell zurückgehen konnte. Ich suche den mal schnell. Da sind die Blitzpyramiden, Blitzsäulen. Fisch auf dem Trocknen. Ich glaube, da oben war das doch, oder? Da oben rechts oder links? Ja. Das wusste ich dann doch noch. Ja, schön, wenn ich den Donnerring habe, dann geht's. Ja, ich möchte zurück, denn das war eindeutig der falsche Weg. Ich wähle jetzt... den anderen Teleporter brauche ich nicht wählen. Das stimmt nämlich so nicht. Da komme ich dann auf diese andere Insel. Also das war nicht der richtige Weg, linksrum war nicht der richtige Weg, dann gab es noch einen links unten. Das könnte es gewesen sein. Auf dem Weg dahin werde ich natürlich alle Gegner vernichten, die mir über den Weg laufen. Denn die geben ja schließlich immer noch ein paar Juwelen her, die ich ganz dringend brauche. So, war das jetzt dann ganz da nach links unten oder... Ne, da mussten wir auch nach oben. So, ich denke aber, dass hier der Vulkan war. Ich hoffe, ich täusche mich nicht. Ja, da war der Vulkan. Jetzt brauchen wir wieder die Zantetsu-Klinge, denn die brauchen wir, soweit ich mich noch recht erinnere, um diese Gorillas hier zerstören zu können. Jo. Ich stelle mich noch ein bisschen weiter rechts, dann können wir das auch ohne Schaden bewältigen. Blüm. Da befreien wir noch irgendjemanden oder etwas. Megaheimer befreit für eine Meerjungfrau. So, und das müsste dann auch die letzte Höhle hier gewesen sein. Jo, das war auch hier die letzte Höhle. Dann gehen wir nochmal schnell zurück. Mal sehen, was uns diese kleine Meerjungfrau... Wer weiß, wie die heißt. Vielleicht fängt es mit A an. Ariel vielleicht. Ariel Charon. Ariel Waschpulver. Ja, ich würde gern zurück. Ich taufe die jetzt einfach Ariel, die da noch erschienen ist. So, und das war die hier. Das Korallenriff ist die Heimat der Delfine. Die Perlen des Riffs sind ihr Schatz. Vielen Dank, dass du mich befreit hast. Ich werde dir den heißen Stock heben. Der Phönix wohnt in diesem Stock. Nimm diesen Stock und besuch den König des Berges. Sehr schön. Dann hätten wir das auch. Fehlt nur noch ein Gegenstand und dann hätten wir quasi alles. So, wir müssen jetzt aber als nächstes noch eins weitergehen, und zwar in den unterirdischen See. Ich würde mich gerne bewegen, und zwar eins nach oben. Kommen wir nämlich in den Berg, und zwar ist mir beim Durchsehen der Videos aufgefallen, dass wir hier noch eine Monsterhöhle übrig haben. Und das ist jetzt kein Monster, das man nicht irgendwie sofort zerstören könnte. Nö, das ist ein ganz popelig einfaches Monster. Ich muss jetzt nur noch die Höhle finden. Und zwar ist die, glaube ich, hier gleich. Ja. Da kommen Fledermäuse raus. Das sind Popelgegner. Die kann man auch ohne große Ausrüstung zerstören. Aber ich habe es irgendwie verpasst. Ich werde gleich mal wieder mein Heilschwert. Und die Blasenrüstung brauche ich jetzt auch nicht mehr. Wie kommt da jetzt noch raus? 3 Millionen. Und dann bin ich wieder stundenlang hier beschäftigt.
Das könnte, ich sage könnte, ich benutze den Konjunktiv, tatsächlich die letzte Aufnahme werden heute. MacGyver befreite eine Schnecke. So, die steht mitten im Werk. Ich muss nur noch sehen, wie ich da hinkomme. Aber da wird sie schon einen Weg finden.